Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe EWTN-Familie, wir erleben eine Zeit großer Sorge und Angst vieler Menschen auf der ganzen Welt. Ich möchte Ihnen vor allem sagen, dass alle hier bei EWTN für Sie beten, für Ihre Familie, für alle, die von der Corona-Pandemie betroffen sind, für die vom Virus Infizierten, für jene, die durch die Epidemie einen lieben Menschen verloren haben, für alle Kranken, Alten und Einsamen, die nicht mehr besucht werden dürfen und für all jene, die Angst haben, in wirtschaftliche Not zu geraten. Wir tun alles, um für Sie da zu sein, gerade auch in dieser Zeit, wo wir schmerzlich erfahren müssen, dass wir für ungewisse Zeit nicht mehr an einer heiligen Messe teilnehmen können. Wir haben unser Programm für Sie umgestellt, um Ihnen mehrmals am Tag die Gelegenheit zu geben, die heilige Messe wenigstens am Bildschirm mitzufeiern und gemeinsam mehr Zeit im Gebet zu verbringen. Mutter Angelika, die Gründerin unseres Senders, hat immer gesagt, EWTN ist eine Familie. We are family. Wir sind eine Familie. Das spüren wir in diesen Tagen ganz besonders. Unser Sender EWTN wird zu Ihnen gebracht durch Sie, dank Ihrer Unterstützung. Und wir arbeiten hart und sind für Sie da, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Tragische Zeiten ereignen sich immer wieder und in jedem Leben. Wir befinden uns jetzt in einer solchen Zeit. Aber wir können alles gemeinsam leichter tragen, wenn wir füreinander um Hoffnung und Unterstützung bitten und gemeinsam auf Jesus schauen. Diese Zeit ist eine besondere Chance, unseren Glauben mit anderen zu teilen. Viele Menschen kennen EWTN noch nicht. Machen Sie andere auf EWTN aufmerksam, auf die Möglichkeit, im Fernsehen und online die Heilige Messe mitfeiern zu können, auf unser Programm, mit dem wir Hoffnung schenken wollen. Beten wir füreinander. Beten Sie für unser gemeinsames Medienapostolat, wie wir für Sie beten. Und ich möchte Sie herzlich bitten, unterstützen Sie uns, großherzig, auch finanziell. Wir haben keine Werbeeinnahmen und erhalten auch keine Kirchensteuermittel. Wir sind ganz auf Ihre Hilfe angewiesen. EWTN ist Ihr Sender, wir sind eine Familie. Seien wir gemeinsam für andere ein Segen, gerade in dieser schweren Zeit. Vergelt's Gott.